Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sind wieder die Division Rivals und Weekend League Belohnung dran. Das ist das aktuelle Team of the Week. Ich bin leider wieder nur Silber 2 geworden und ich hoffe natürlich auf ein Bamba. Oder was auch schmecken würde, wäre er hier. Auf die beiden würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, aber bevor ich die Belohnung öffne, kommen jetzt nochmal zwei Packs von heute früh und von gestern früh. Also viel Spaß. Oh. Bitte ein Walkout. Gönn mir, bitte, come on. Walkout, let's go. In vom Walkout. Ich hoffe, da ist was dahinter. Come on, bitte irgendwas Gutes dahinter. Da kann alles aber noch dahinter sein. Let's go! Oh mein Gott, und ein Rashford! Ha! Jonas schreibt im Chat Rashford, ich zieh Rashford. Alter, ist das geil! Und noch ein Godin da hinten. Holy shit! Krank! Krank, krank, krank. Nehme ich auf jeden Fall mit. Zum zweiten Mal im FIFA 21 Rashford gezogen. Läuft auf jeden Fall. Sehr, sehr sexy. Okay, gut, die muss ich in der SBC reinstecken. Trapp muss ich in der SBC reinstecken. Semedo muss ich in der SBC reinstecken. Und die vier muss ich jetzt erstmal noch in der SBC reinstecken. Und wenn ich jetzt nichts Gescheites rausziehe, dann lasse ich das und mache dann nur noch diese Player Picks. Davon habe ich vorhin gerade wieder eins gemacht und einen 85er Routine drin gehabt. Ja. Workout, let's go. Das ist so eine Freeze, Freeze. Brasilien, ZDM, ZTV, Real, Casimiro nehme ich mit. 90er Casimiro. Digga, den spiele ich. 90 Defense, 92 Physis. Den spiele ich easy. So, come on, please, nen walk it out. Come on. Walkout, let's go. Kein Freeze. Brasilien, Neymar. Neymar! Oh mein Gott! Ich ziehe einfach Neymar. Alter! Oh mein Gott! Ich habe einfach Neymar gezogen. Ich habe einfach. Ich ziehe einfach. Ich komme einfach nicht klar auf mein Leben. Digga, was ist heute für ein kranker Tag? Heute früh im Stream Casimiro gezogen, jetzt Neymar. Alter Scheiße. Oh mein Gott. Alter Fuck. Muss erstmal Insta-Story. Alter Scheiße. Was mache ich hier? Moritz, ich habe kein Fleck. Ich bin weg. Ciao. Ey, mach kein Auge. Oh nein, jetzt mein Neymar da weg. Jetzt kommt noch irgendwas dahinter. Und Marquinhos, Alter. Was für ein geiles Pack! Wie ihr gesehen habt, habe ich heute früh einfach Neymar gezogen und gestern einfach Casemiro. Da habe ich mir jetzt auch ein Team um die gebaut, was recht stabil ist, meiner Meinung nach. Und ja, normal First Owner und First Owner. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit den Division Rivals Belohnungen. Ich bin Rang 1 geworden und nehme natürlich die Tradable Packs. Let's go. So, ich hoffe, wir starten jetzt schon mal gleich gut rein. Prime gemischtes Spielerset, komm mal, please walk out. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Kein Walkout, schade. Mein Headset ist dezent laut. Geht auch nicht durch. Schade. So, kommen wir zum zweiten Pack.
Guck mal, hieß hier irgendwas Gutes. Letzte Woche haben wir Pogba gezogen. Aber das war auch aus dem Weekend die Belohnung. Kein Workout, schade. Auch kein Inform. Frankreich, ein Ben Yedder. Ne, Lacazette. Nehme ich auf jeden Fall mit. 83er Rating, gut für SBCs. Und ja, noch irgendwas dahinter? Noch ein 83er vielleicht? Ne, schade. Ah, so, kommen wir auch schon zum letzten Pack. Komm, da ist jetzt aber ein Workout drin. Komm, gönnt mir. Erstes Pack kein Workout, zweites Pack 83er und jetzt ein Workout. Schade, kein Workout. Auch kein Inform und geht auch nicht durch. Okay, Heizenberg. Wir sehen uns bei den Weekend League Belohnungen. So, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, sind wir in der Weekend League leider nur Silber 2 geworden, wie beim letzten Mal. Aber beim letzten Mal haben wir Fabian in Rot bekommen und haben Pogba gezogen. Vielleicht, maybe, vielleicht sieht man jetzt noch was. Erstmal mein Player Pick kommen. Ein Bamba würde ich schon feiern. Let's go, come on. Schade. Ach, ja. Beide Schmutz. Komm, nehme ich einfach fürs Rating Keen mit. Ja, come on. Wenigstens ein 82er. Dafür muss ich jetzt die Packs ballern. So, und jetzt haben wir hier nochmal ein Mega Pack und ein seltenes Gold Pack. Ich beginne mit dem seltenen Gold Pack. Come on. Let's go. Wenigstens ein Workout. Gönnt wenigstens. Kein Workout, schade. Kein Inform, kein Freeze. Und auch kein Tafelspieler. Schmeckt auf jeden Fall. Total. So, in dem Pack hatten wir gerade noch ein 2-Spieler-Pack drin. Öffne ich jetzt einfach mal, wird eh nichts drin sein. Oder? Ne, kein Workout, schade. Champions League. Ja. Kann man mitnehmen. Habe ich zwar schon in normal, aber nehme ich auf jeden Fall mit. So, und das letzte Mega Pack kommt da jetzt wenigstens ein Workout. Da habe ich letzte Woche Pogba in Rewards gezogen und jetzt kommt bitte irgendwas Gutes, please. Gönn bitte. Kein Workout und es waren einfach komplette Katastrophe. Serbien, Mittelstürmer. Und schon wieder schon zum 300. Mal in diesem FIFA. Und ja, das war das letzte Pack. Ach, nochmal den geilen Ball. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, checkt mein Merch ab und ciao, ciao.